Hallo Freunde und herzlich willkommen zu einem Tutorial. Ja, sowas mache ich auch zwischendurch, beziehungsweise jetzt zum ersten Mal. Wir schauen uns heute einen Mod an, der mir sehr, sehr gut gefällt und über den ich mich sehr freue, dass dieser existiert. Und zwar den LMP Multiplayer Mod für Kerbal Space Program. Ihr seht schon hier unten, ich habe hier so ein paar Ordner mittlerweile irgendwie angelegt für KSP, nur auf dem Teil hier. Das hier ist der Lunar Multiplayer und das hier ist der Dark Multiplayer Mod. Den schauen wir uns nächste Woche an. Wir schauen uns diese Woche den Lunar Multiplayer an, da ich den aktuell verwende und ihn richtig cool finde. Und mit dem Dark Multiplayer spiele ich mich aktuell noch ein bisschen. Um den Lunar Multiplayer downloaden zu können, gehen wir auf Google und geben hier LMP KSP ein und drücken Enter. Und gehen dann auf die Webseite lunarmultiplayer.com. Der Link zu der Webseite ist natürlich unten in der Beschreibung. Um jetzt den Mod downloaden zu können, gehen wir hier natürlich auf Download Latest LMP. Und kommen dann auf GitHub. Und können hier die aktuelle neueste Version runterladen. Was zu beachten ist, dass hier ist nicht gemeint, dass es dann mit kompatibel ist und mit 1.10, sondern dass es für die 1.10er Version zu sein scheint. Denn wenn ich versuche, die neue Lunar Multiplayer Mod für die 1.9 zu verwenden, funktioniert es nicht. Also würde ich euch von meiner Seite aus sagen, nutzt immer die Version, wo hier steht, für welche die Kompatibilität hinzugefügt wurde. Um die anderen Versionen herunterzuladen, gehen wir hier auf Lunar Multiplayer, scrollen hier runter, gehen dann auf Lunar Multiplayer und können dann hier auf die Releases gehen und klicken dann auf plus 35 Releases. Und dann könnt ihr hier runter scrollen und findet für jede Version oder für sozusagen jede einzelne Lunar Multiplayer Version. Natürlich kamen immer wieder neue Sachen dazu, aber keine Ahnung, wenn ich versuche, die Version in 1.9 zu installieren, funktioniert es nicht. Fragt mich nicht wieso, hat nicht funktioniert. Deswegen, wenn ihr auf der 1.9 spielen wollt, wie ich zum Beispiel für meine Mod-Server, dann geht auf die 25er Version. Funktioniert genauso gut, habe ich jetzt nicht wirklich mit viel Probleme gehabt zur Verwendung. Und ja, aber wir machen das mal für die 1.10, weil das ist, wo ich aktuell am meisten drauf zocke. Und wir gehen jetzt auf Lunar Multiplayer und downloaden hier unten die Lunar Multiplayer Release und die Debug-Version. Die braucht ihr nicht unbedingt. Es gibt natürlich einige Bugs und da ist der Debug gar nicht doof eigentlich. Also das könnt ihr je nachdem machen, wie ihr das wollt. Leute, wir klicken jetzt hier drauf. Ich tue es, warum auch immer, ich mache es immer in einem Extra-Tab auf. Und wir downloaden erstmal beides. So. Das geht relativ flott. Habe auch eine gute Internetleitung. So. Beide sind unten. Und dann ziehen wir uns die mal auf den Bildschirm. So. Um jetzt unseren Server zu etablieren, ist es eigentlich gar nicht so schwer, wenn man sich das vorstellt. Wir machen jetzt einen Ordner. Ich nenne den jetzt mal KSP 1.10 Tut Server. So, fertig. Und nehmen dann die Release-Version, gehen hier auf LMP Server und tun diese ganzen Dateien hier, abbrechen, einfach hier reinschieben. Dann tun wir noch, um die Debug-Version drüber zu spielen, hier auch wieder die Sachen, die sich im LMP-Server drin befinden, hier reinschieben und tun die ganzen Dateien ersetzen. Das sind jetzt sozusagen die ganzen geupdateten Sachen, die debuggten Sachen wurden jetzt dort eingespielt. So, die beiden Sachen lassen wir jetzt offen, doch wir brauchen jetzt die Hilfe von einem Ordner und müssen dafür jetzt hier in unseren Explorer rein, um natürlich die Version zu installieren als Mod in unserem Spiel. Bedeutet, wir gehen jetzt hier auf den Pfad, wo unser Kerbal Space Program liegt. Bei mir ist es auf C aktuell. Muss ich es nur wieder finden, oder bin ich gerade in der falschen Disposition? Ja, da war es doch irgendwo. Nee, Streamlabs. Ja, habe ich das... War mal 68, hier soll man hin. So. Und gehen dann hier auf Steam. Steam Apps kommen und dann haben wir hier die ganzen Spiele. Ihr seht schon, bei mir sind ein paar mehr Versionen von Kerbal Space Program installiert.
aber die ist aktuell hier drin. Und ihr seht schon, hier ist einiges drin. Und dann tun wir, um den Mod zu installieren, gehen wir hier in den Game Data Ordner und nehmen dann die jeweilige Client-Version. Hier Client. Und das, was sich hier befindet, unter den Game Data Ordner, verschieben wir einfach hier rein. Das habe ich schon gemacht, ihr seht schon, der ist schon hier bei mir drinnen. Aber die Debug-Version habe ich noch nicht installiert. Bedeutet, die tue ich jetzt auch noch hier schnell reinschieben. Klack. Er verschiebt die Sachen rüber. Ich ersetze die Dateien. Und schon ist der Mod installiert. Ihr braucht natürlich den Modular Manager. Den kriegt ihr aber auch relativ schnell aus dem Internet. Den können wir uns auch noch schnell downloaden. Modular Manager. Okay, aber Module Manager, nicht Modular. Und einfach hier beim Forum. Website ist natürlich auch wieder unten verlinkt. Hier, Source Code ist hier available, falls sich jemand dafür interessiert. Scrollen wir einfach runter. Ich glaube, wir machen das jetzt mal groß. Meine Maus spinnt hier in letzter Zeit so. Und dann haben wir hier die ganzen Versionen. Hier vor KSB 1.8.0 bis 1.10. Und je nachdem, welche Version ihr braucht, downloadet ihr halt einfach die DLL. Ihr braucht nur die DLL, nicht die ZIP. Und schiebt sie einfach auch in den Game Data Ordner. Um den Server nun zu starten, gehen wir in unseren Serverordner rein und starten hier die Server.exe. Der fährt nun hoch und erstellt ein paar Ordner, wie ihr hier seht. Die Configs, die Settings, Mod Control und. Mod Control wird wichtig in diesem Fall, wenn ihr wirklich Mods installiert und wollt, dass die Leute mit den Mods online kommen. Ist es beim LMP so, dass ihr einfach sozusagen euch im Game drin die Mod Control Datei erstellen lasst und schiebt sie dann von eurem Spieleordner, wo Kerberspace.com installiert ist, in den Serverordner rein und dann passt das alles. Jetzt ist der Server fertig, performt schon eine Garbage Collection und jetzt können wir einfach mit SDRG und C den Server speichern. Klack. Das ist wichtig, denn wenn ihr Multiplayer spielt und ihr schließt ihn so, kann es zu Fehlern kommen. Mir ist das selber passiert, da ist auf einmal meine Rakete wieder umbenannt gewesen oder gar nicht mehr da gewesen. Mit SDGC speichert ihr die Welt davor. Also immer unbedingt, wenn ihr schon zockt und immer runterfahrt, drückt SDGC, bis er dadurch sich automatisch schließt. Und dann könnt ihr rumarbeiten. Um nun Sachen einzustellen, gehen wir hier in die Config rein und dann seht ihr hier schon ein paar XML-Dateien. Wichtig für uns ist auf jeden Fall mal die General Settings, Gameplay Settings, Intervall Settings. Und ansonsten eigentlich nicht relativ viel. Ich habe an dem Rest eigentlich nie rumgespielt. Ich finde am wichtigsten jetzt hier zum Beispiel mal die Gameplay-Settings. Da gehen wir jetzt mal rein. Jo. Die schließen wir jetzt mal hier den anderen Settings. Und dann seht ihr hier schon, es ist alles sehr, sehr gut beschrieben. Also man muss es echt lassen. Es ist echt viel Mühe drin und man sieht es auch. Hier kann man zum Beispiel sagen, Always Allow Action Groups, kann man hier aktivieren oder deaktivieren. Was ist zum Beispiel noch alles wichtig? Ob das Com-Network aktiv ist oder nicht. Mit wie viel Geld man startet, wenn man den Karrieremodus spielt. Oder mit wie viel Science man von Anfang an startet. Ob man, wie viel Repetition man hat und wie viel man dazu bekommt, wie viel Science man, wie der Science-Multiplier ist. Und, also ob ihr zum Beispiel jetzt für eine Mission doppelt so viel erhalten wollt an Science, könnt ihr hier eine 2 eintragen. Und das sind halt einfach nur die Multiplikatoren, wie bei jedem anderen Game auch. Genauso könnt ihr auch einstellen, wie die Founds, Planen sind und. Eigentlich relativ selbsterklärend. Ich muss einmal hier kurz durchgucken. Aber ansonsten könnt ihr halt wirklich hier alles einstellen, wie ihr das gerade euch taugt. Und dann einfach speichern und dann passt das schon. Was man hier zum Beispiel auch machen kann, was ich vom Singleplayer nicht kenne, ist ein Reentry Blackout. Das kennt ihr vielleicht von den echten Raketen. Wenn die in die Atmosphäre eintreten, haben die auch eine Blackout-Zeit, wo man keine Connection mehr hat.
Das ist, wenn ich mich nicht irre, das komplett selber. Aber jetzt gehen wir mal in die General Settings, die allgemeinen Settings. Hier könnt ihr viel, viel einstellen. Zum Beispiel könnt ihr hier das Passwort für den Server einstellen, wenn ihr Multiplayer spielt und der offiziell gezeigt wird und es ein Public Server ist. Also wenn es ein Public Server nicht sein soll, gebt ihr hier euer Passwort ein. Das muss dann von dem Spieler eingegeben werden, bevor er sich mit dem Server verbindet. Hier könnt ihr eine Webseite eintragen. Hier Webseitentext und dann hier die Beschreibung für halt den offiziellen, für den Master Server, der das dann anzeigen soll. Und hier dann auch, wie soll der Server heißen. Wir können den ja mal nennen. Ist eigentlich wurscht, weil wir haben den nicht mit dem Master Server verbunden. Was noch wichtig ist, maximale Spielanzahl, wie viele Spieler dürfen maximal auf euren Server. Ist natürlich auf euren Server bezogen oder auf euren Rechner, wie stark ihr ihn belasten wollt. Wie lang darf maximal der Username sein? Soll er Auto-Nuke machen? Cheats aktiviert, ja, nein. Also bedeutet, ihr könnt jetzt unendlich Fuel, unendlich Energie verwenden oder sowas. Dürfen ob man hier die Kerbals sacken darf? Dann haben wir hier wohl, ich würde mal sagen, eine der wichtigsten Sachen. Wie die Difficulty ist. Ihr könnt Easy, Normal, Moderate, Hard und Custom einstellen. Zu Custom kommen wir gleich noch. Da waren wir gerade schon. Game Settings sind das, genau. Ich bin teilweise so verplant, Leute. Und dann könnt ihr hier natürlich noch den Game Mode einstellen. Ob jetzt Sandbox, Karriere oder Science. Also das ist wirklich irgendwie alles da, was ihr braucht. Und dann haben wir natürlich noch Mod Control. Mod Control, wenn ihr privat spielt, ist nicht unbedingt wichtig. Aber was ihr bedenken müsst, wenn andere Leute Mods nicht installiert haben, die ihr verwendet, oder DLCs nicht haben, die ihr verwendet, dann sehen die wiederum nicht eure Rakete. Das seht ihr auch schon hier. Only consider turning off a private server, bedeutet, wenn es ein Privatserver ist. Das Game wird sich dann dauernd darüber beschweren, dass halt Teile fehlen und vor allem auch wird die Rakete nicht gesehen. Also es zeigt ja dir noch Multiplayer, wenn Leute das DLC nicht haben, sehen die Teile nicht und. Dann könnt ihr noch einstellen, wie viele Asteroiden aktuell immer fliegen sollen und wie viele Kometen es geben soll, was ich sehr cool finde. Und auch die Terrain-Quality. Das fand ich sehr interessant, dass man das einstellen kann. Ist aber, was er hier schreibt, wichtig, denn durch die unterschiedlichen Qualitätseinstellungen der Oberfläche also die Oberflächenqualität, scheint sich die Oberfläche ein bisschen zu unterscheiden und das macht natürlich für Multiplayer extrem Unterschied, ob du jetzt wenn der eine schon gelandet ist mit einer Low Quality, kann es sein, dass jemand mit einer High Terrain Quality noch nicht gelandet ist und das kann natürlich zu Interference zwischen den Spielern kommen. Und dann hier Safety Bubble ist das, wenn ihr zum Beispiel startet auf der Startbahn oder auf der Raketenplattform. Wie groß ist die Safety Bubble in Metern um die Startbahn rum, in der ihr euch nicht gegenseitig seht und auch nicht miteinander interferieren könnt, bedeutet, da könnt ihr auch nicht gegenseitig wegsprengen. Und hier stellt ihr noch ein, wie viele Teile eine Rakete maximal haben darf. Ich stelle es immer relativ hoch, da ich mit drei Freunden spiele, einen guten Server habe aktuell und wir halt doch größere Raketen bauen, da sind 100 Teile schon mal locker drin und 200 sind nicht weit entfernt. Aber ja, das sind jetzt mal die General Settings. Und ich laber schon so lange wieder. Und dann in den Intervall Settings könnt ihr die Intervalle einstellen. Wie oft werden jetzt zum Beispiel hier, wie oft wird geupdatet, wo die Rakete aktuell ist. Wie oft wird geupdatet, die Raketen in einem bestimmten Umkreis um eine Person herum, wie oft werden die geupdatet? Ist alles, hört sich nicht so schlimm an, aber je nachdem natürlich, wie viele Leute online sind, kann das ganz schön Internetbrandbreite ziehen. Genauso, wie oft wird was überprüft, wie oft wird das Backup gemacht und wie oft wird Müll gesammelt. Relativ simpel gesagt ist der Müll sowas wie im Weltraum zurückgelassene Antriebsteile, die ihr weggeschmissen, detached habt.
Das mit 0 deactivate stimmt aktuell nicht. Da kommt ein Fehler auf, der noch nicht leider behoben ist, dass er dann dauerhaft eine Garbage Collection macht, was den Server ganz schön um Leistung zielt. Also, wenn ihr jetzt sagt, ihr wollt wirklich sehr, sehr selten haben, dass euer Müll entfernt wird, dann stellt ihr, keine Ahnung, sowas wie 240 ein, also alle 4 Stunden tut er updaten. Das geht. Aber 0 macht es aktuell dazu, dass es dauerhaft den Müll entfernt, der irgendwo rumliegt. Und das ist echt uncool. So, und dann sind wir eigentlich großteils fertig. Ihr könnt euch noch alle Sachen, anderen Sachen durchlesen. Wie gesagt, ist sehr gut beschrieben. Die Webseite, die ihr aktivieren könnt, geht nicht unbedingt. Also da würde ich aufpassen. Die schaut sehr, sehr komisch aus eigentlich. Und ja. Wenn ihr den Server extern laufen lasst oder auf einem Server und Freunde sollen joinen, schaltet den Port für UDP und TCP 8800 frei. Weil ansonsten können sie nicht joinen, auch wenn es auf der Webseite stand, dass man nicht unbedingt Ports freischalten muss. Aber bei mir beim Server musste ich sie freischalten. Fragt mich nicht wieso, hat auf jeden Fall nicht funktioniert ohne Freischaltung. Aber ja, jetzt haben wir alles eingestellt und starten wieder den Server. Und ihr seht schon auch hier, dass der Luna Server auf dem Port 880 startet. Das schalten wir jetzt mal hier hin, das tun wir auf dem zweiten Bildschirm, dann kann ich hier nicht gucken. Und dann starten wir jetzt unser Kerbal Space Program und warten ganz kurz, bis es hochgefahren ist. So, jetzt sind wir in Kerbal Space Program und hat natürlich eine Zeit gedauert zum Laden. Und ihr seht schon, hier ist bei mir ein Server natürlich eingetragen. Das ist mein privater externer Server. IP habe ich jetzt mal verdeckt. Und um einen neuen Server hinzuzufügen, klickt man hier einfach auf Plus, hinzufügen, zack. Grundsätzlich ist immer der lokale Server eingestellt, also die IP passt hier auch, das ist die lokale Maschinen-IP, Local und der Port ist der standardmäßig schon voreingegeben. Wenn ihr natürlich woanders seid, gebt ihr hier eine neue IP ein und wenn der Port anders ist, weil den kann man auch einstellen, müsst ihr halt das hier abändern. Wenn ihr offizielle Server anschauen wollt, könnt ihr hier auf die Servers gehen und da findet ihr, ja, relativ viele Server, würde ich sagen, also die sind echt viele Server aufgelistet. Das ist echt brutal, wie viele Server hier sind. Die sind ganzen wahrscheinlich auch nur... Da steht sogar, wo die sind. Huh. Das ist mir nie aufgefallen. US? Witzig wäre, wenn ich mich finden würde. Finde ich mich? Ich habe den Namen nicht eingestellt, weil man wird es nicht finden. Ist ja egal. Also hier könnt ihr auch Server finden, die offiziell sind. Die sind teilweise nicht mal passwortgeschützt. Bedeutet, könnt ihr rein theoretisch einfach drauf joinen. Hier steht auch natürlich, ob Karriere, Sandbox oder Science, wie der Ping aktuell ist. Also richtig professionelle Oberfläche. Und hier sind sogar URLs. Oh, die URL macht eine Webseite auf. Hups. Aber wenn ihr jetzt zum Beispiel, wie gesagt, die Mod-Control-Datei ausgeben wollt, könnt ihr hier die Mod-Control-Datei generieren lassen oder sogar ein Universum generieren lassen, was relativ cool ist. Und ja, hier könnt ihr auch euren Namen eingeben, den gebt ihr oben ein, aber hier könnt ihr die Farbe einstellen. Soll es jetzt blue sein, soll es red sein und. Und sobald ihr das dann gemacht habt, klickt ihr einfach hier oben auf die Antenne, die ist nicht verbindbar und dann tut ihr jetzt auf die IP-Adresse verbinden, gibt einem die Kerbals, die man eingestellt hat, in welchem Subspace man aktuell sich befindet und schickt einen dann auf den Server. Da wir jetzt natürlich die Debug-Version haben, sehen wir hier die ganzen Fast-Debug-Sachen auch noch drin. Systems sieht man hier auch alles, Flex-System und. Und die Vessels sieht man auch hier, die aktuell hier drin verbaut sind. Das sieht man aber nur, wenn man den Debug-Modus aktiviert hat. Das da unten ist alles sonst eigentlich weg. Was für einen natürlich im Multiplayer wichtig ist, ist hier zum Beispiel der Chat. Da kann man jetzt zum Beispiel schreiben, hi. Und das sehen dann auch alle anderen, sowie die Server-Oberfläche. Auch cool ist hier die Craft-Bibliothek. Hier könnt ihr Dateien von eurem hochladen. Ich tue zum Beispiel bei mir die Falcon 6 mal hochladen. Und in kurzer Zeit sieht man schon hier, ha, da wurde eine Rakete hochgeladen von Raxamus. Und die kann sich jetzt jeder auch verwenden.
Also das ist natürlich mega, das finde ich cool, dass man zwischendurch auch die Raketen tauschen kann miteinander. Und man kann Screenshots mit F1 machen, die dann auf dem Server gespeichert werden. Eigentlich können wir das auch direkt mal machen. Und dann müsste eigentlich hier ein Screenshot hochgeladen werden und dann müsste man den hier auch hier sehen. Guckt, zack. Screenshot von mir vom Server. Mega geil. Also man muss auch sagen, und hier kann man natürlich dann auch den auf dem privaten Server abspeichern. Ihr seht dann auch hier den Pfad, wo es hingespeichert wurde. Und ja. Ansonsten ist eigentlich viel zu beachten. Server, es läuft alles sehr einfach, aber wir können uns mal anschauen, wie es ist, wenn wir eine Rakete auf den Start setzen. Dafür starte ich jetzt mal schnell die Falcon 6. Große Version hier. Hat 184 Teile, wie gesagt. Das ist sowas wie die Starlink-Mission, sowas ähnliches. Hat große Relay-Antennen drauf verbaut. Und dann gehen wir jetzt einmal schnell auf den Start, um uns das einfach anzuschauen. Damit ich euch das zeigen kann, was ich meine mit Safety Bubble. Da seht ihr jetzt hier diese roten Kreise, die hier rum sind. Das ist die Safety Bubble. In diesem Bereich sieht keiner eure Rakete oder kann diese auch zum Zuschauen aktivieren. Wenn Leute bei euch zuschauen wollen, müssen die einfach, wenn ihr die Rakete gestartet habt, wie jetzt zum Beispiel ich jetzt einfach mal ganz easy, sobald ihr gestartet seid, können die Leute in der Ortungsstation eure Rakete anklicken, da steht dann eh euer Name auch dabei, und klicken dann auf Fliegen und die kommen dann als Zuschauer dazu, was man dann hier auch sehen würde. Bei mir sieht man gerade hier Flying Above Kerbin with the Falcon 6 und bei dem würde dann stehen, dass er uns zuschaut. Wenn einer aus einem Subsystem raus ist, bedeutet er hat vorgespult, könnt ihr ihm hinterherkommen beim Spulen, indem ihr hier auf einen doppelten Pfeil drückt, der hier aufkommt. Und ja, wenn ihr fertig seid mit dem Server und ihr wollt den Server wieder verlassen, sagt ihr, habt heute für genug. 5 Stunden zocken an einem Server ist doch nicht schlecht gewesen für den Tag. Ich gehe jetzt schlafen. Dann macht ihr das ganz easy, geht hier auf Verbindung trennen, zack, habt euch vom Server disconnected. Und ja, dann verlasst ihr den Server, drückt beim Server schließen, wenn ihr den zumacht, oder wie je nachdem wieder SDRGC, damit alles gespeichert wird. Und dann seid ihr auch schon wieder on the go. Und damit würde ich mich bedanken fürs Zuschauen. Es war jetzt ein sehr, sehr langes Tutorial. Ich muss schauen, dass ich das nächste Mal ein bisschen kürze. Es ist improvisiert gerade gewesen und einfach schnell gemacht. Ich hoffe, es hat trotzdem gefallen. Wenn ja, lasst unbedingt einen Daumen nach oben da. Schaut bei meiner Kerbal Space Program Let's Play vorbei, wenn das aktuell läuft. Das läuft in 1.9 mit sehr vielen Mods. Mir taugt es voll. Und mir würde es freuen, wenn ich euch beim nächsten Tutorial oder Let's Play wiedersehen könnte. Also, bis dann. Ciao.